Willkommen zu meinem ersten Tutorial. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie man diese wunderschönen Bisswunden herstellen kann. Dafür benötigen wir zum einen Konturenstifte in verschiedenen Farben, Collodion, auch Rigid Collodion genannt, Farbe und Pinsel und Kunstblut. Als erstes müssen wir uns überlegen, an welcher Region wir das haben möchten. Am besten, wo weiche Haut ist. Dazu malen wir dann als erstes mit dem Konturenstift die Zahnabdrücke nach. Je nach Farbe, je dunkler, desto frischer. Weiß ist dann schon eine verheilende Narbe. Und wenn wir das gemacht haben, nehmen wir das Rigid Collodion und malen bzw. tupfen die Konturen nach. Das machen wir dann Schicht für Schicht, mehrere Schichten, je nachdem wie tief wir die Narben haben wollen. Und zwischen jeder Schicht müssen wir das Ganze erstmal trocknen lassen. Wenn wir dann die gewünschte Tiefe der Narbe erreicht haben, nehmen wir rote Farbe und pinseln erstmal innen vorsichtig die Narbe dunkel und tupfen das dann zwischendurch mit dem Finger immer aus, damit es natürlicher wirkt. Auch außen um den Biss herum müssen wir leichte Farbe, rote Farbe anbringen, damit die Irritation da auch deutlich sichtbar wird, was wir dann mit Ausstreichen des Fingers ausblenden. Am Ende kommt dann noch als Finish Kunstblut hinzu. Das kann man am besten mit einem Pinsel oder auch einem Q-Tip aufbringen, indem man ein bisschen Farbe aufnimmt bzw. Blut und das dann da reintupft. Ein guter Tipp ist, wenn man noch ein Wattepad nimmt und das dann immer wieder zwischendurch drüber tupft, damit es ein bisschen realistischer aussieht und nicht ganz so frisch. Und hier seht ihr das Endresultat. Hier an einer anderen Stelle an meinem Arm. Alle Produkte, die ich verwendet habe, werde ich unten verlinken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meine Facebook-Page liken würdet. Danke.